Die perfekte Geschichte war es nicht gerade. Wäre sein Alltag eine Erzählung, dann hätte er immer genau die Passagen erlebt, die ein Autor normalerweise aus dieser Geschichte streichen würde. Entweder weil sie keinen Sinn machten oder weil sie einfach nur langweilig waren. Timbre selbst wollte an seinem Leben am liebsten alles streichen. Doch dazu hatte er nicht die Kraft. Der Rotstift zur Korrektur war ihm schon lange alle geworden. Nun war es mal wieder dunkel. Allein der alte Fernseher flackerte ein unruhiges Licht. Auf dem Bildschirm war ein alter Film zu sehen. Timbre war einst die Hauptfigur in diesem Film gewesen. Jedenfalls erzählte er das immer, wenn er mal wieder unter Leuten kam. Eigentlich war er nur die deutsche Stimme der japanischen Hauptperson gewesen. Timbre hatte diesen Job einst durch seinen Bruder bekommen. Der war die deutsche Stimme für die meisten Tatortexplosionen. Zweifelsohne wurde dieser Romantik-Kung-Fu-Film der Durchbruch von Timbres Stimme. Nun war er in der Szene der deutschen Stimmen für irgendwas und irgendwen aufgenommen. In dem war er in der Szene der deutschen Stimmen einer der Hauptfiguren. In dem Kinofilm ging es um mutierte Monster aus dem Meer, einigen brutalen Kung-Fu-Ninja-Elite-Mönchen und sehr viel Terror. Es war eindeutig ein japanischer Liebesfilm. Die Monster kamen alle aus dem Meer gekrochen, wo sie in einer geheimen Basis der Bösewichter genetisch herangezüchtet wurden. Timbre lieh einer Person seine Stimme, die sehr aggressiv war. Dieser unheilbar psychopathische Japaner kämpfte gegen sensible und schüchterne Ungeheuer. Schon während der ersten Sekunden des Films kreischte dieser Kerl unvorstellbar laut und bekam einen Kopf so rot wie die japanische Sonne. Gleichzeitig massakrierte er einen Schwarm Katzenbärchen, die da in Stop-Motion-Tempo herumflatterten. Es war klar, dass sie den Japaner mit ihren Orchideen angreifen wollten, die sie in ihren kleinen Tatzen hielten. Timbre konnte jeden Laut des schreienden Japaners in- und auswendig. Lächelnd und mit geschlossenen Augen ließ er sich jedes Geräusch schon im Voraus durch den Kopf gehen. Sekunden bevor es der Japaner im Fernsehen dann herumgrölte. Timbre genoss sein Gebrüll im Film. Für ihn war es ein Aufschrei gegen alle Probleme des Lebens. Er konnte sich die Seele durch diese Synchronisation freibrüllen. Für Timbre war es das wutentbrannte Herumjohlen wie eine wohlklingende Melodie. Er konnte gar nicht genug davon bekommen. So sehr befreite es ihn. Doch dann wurde es im Film plötzlich still. Nicht einmal der Wind in den Meereswellen war zu hören. Nicht einmal mehr ein weit entferntes Kreischen der Möwen war zu hören. Alles war von einem Moment in den anderen völlig ruhig. Abrupt erbrach sich dort jemand enorm laut. Timbre schreckte auf. Er kannte die Stimme des Brechgeräusches genau. Schnell öffnete er seine Augen. Dieses schreckliche Erbrechen stammte von der wunderschönen Sirene. Sie war die deutsche Stimme der kleinen zärtlichen Fee, die im Film unter Magersucht litt. Der Japaner verliebte sich gerade in sie. Auch Timbre hatte sich in Sirene verliebt gehabt. Die beiden hatten sich beim Besprechen ihrer Rollen zu diesem Film kennengelernt. Sie war damals noch eine Germanistikstudentin gewesen und verdiente sich mit dem Synchronisieren einen goldenen Kehlkopf nebenbei. Ihr Traum war es immer gewesen, einmal die perfekte Geschichte zu schreiben und dann selbst zu synchronisieren. Damals war sie noch mit der deutschen Stimme des taubstummen Teletaubis in der Fernsehserie Schwerbehinderte Fantasiewesen gewesen. Obwohl dieser Mann eine Prominenz in der Szene der deutschen Stimmen für irgendwas und irgendwen war, verfiel Sirene sofort Timbres Stimme. Timbre seufzte. Er seufzt jetzt. Alles, was die kleine Fee im Film gerade machte, erinnerte ihn stark an Sirene. Er hatte all diese Details schon vor langer Zeit verdrängt und bisher auch erfolgreich vergessen können. Doch nun übermannte ihn ein Sturm an Gefühlen. Die Stimme seiner einstigen Geliebten hörte sich im Film so klar und sanft an. Plötzlich erinnerte er sich wieder an den Geschmack ihrer Küsse, an den Augenaufschlag, mit dem sie regelrecht lächeln konnte, oder an ihr unverwechselbares Brechgeräusch. Alles schien erst gestern gewesen zu sein, dennoch waren diese Erinnerungen unwiderruflich zur Geschichte geworden. Dies war keine besonders perfekte Geschichte. Timbre war hin und her gerissen. Zum einen fühlte er sich gelähmt vor Zuneigung und zum anderen war er ausgebrannt vor Schmerz über den Verlust.
Er konnte den Fernseher einfach nicht ausschalten. Stattdessen zog ein wütendes Gewitter auf. Der Japaner stellte nun den bösen Oberboss zu einem Exklusivduell. Dies passierte auf einer billigen Kopie des Empire State Building, das mitten auf dem Fujiyama stand. Überall brodelte Lava. Der Vulkan stand natürlich genau in diesem Moment kurz vor dem Ausbruch. Der Bösewicht hieß Dr. Sommer am Meer. Er gehörte der gefährlichen Rasse der Plüsch-Frettchen-Bande an. Seine deutsche Stimme wurde von dem Ex-Freund von Sirene gesprochen. Dr. Sommer am Meer fletschte die Zähne. Was war eigentlich Wirklichkeit und was war nur Fernsehen gewesen? Als sich Timbre die Szene anschaute, konnte er noch die Wut in der Stimme des Dr. Sommer am Meer heraushören. Erst kurz zuvor hatte ihn seine Freundin mit Timbre betrogen und es war ihm aber alles gleich danach gebeichtet worden. Sirene hatte ihn dann daraufhin verlassen. Nun war Dr. Sommer am Meer unglücklich und wütend zugleich. Seine Stimme wirkte in dem Film gleich viel angriffslustiger und provokanter als die eingeschüchterte Stimme des Japaners. Dr. Sommer am Meer holte im Film plötzlich aus seiner Unterhose so viel Samurai-Motorsägen wie nur möglich heraus. Er war fest entschlossen, aus dem Japaner Sushi zu machen. Doch der Japaner war aus einem ganz anderen Holz geschnitzt, nämlich als Manga gezeichnet. Wie immer schreiend holte er eine kleine Kamera heraus und machte unzählige viele Fotos von seinem Gegner. Dieser wurde vollständig vom Blitzlicht geblendet. In diesem Augenblick der Verwirrung schubste ihn der Japaner dann einfach von der Spitze des Fujiyamas. Polternd und fluchend stürzte Dr. Sommer in die Tiefe. Im Film hatte Timbre gewonnen, im Leben leider nicht. Zuerst sollte er begreifen, dass er für Sirene nur ein Abenteuer war. Sie wollte schon bald nichts mehr mit ihm zu tun haben, verließ ihn am Valentinstag und bot ihm Freundschaft an. Doch dann bemerkte sie, dass sie zufällig von Timbre schwanger geworden war, also kehrte sie zu ihm zurück. Mittlerweile sind die beiden schon seit fast 20 Jahren verheiratet. Sie gehen sich größtenteils aus dem Weg und empfinden auch keine Leidenschaft mehr füreinander. So wie zur Entstehung von Sommer am Meer liebten die beiden sich schon längst nicht mehr. Timbre saß mit Alkohol und den Zigaretten in der Hand die ganze Nacht vor dem Fernseher. Er schlief schon lange getrennt von Sirene. Doch in dieser Nacht wurde ihm klar, dass ihm für seine perfekte Geschichte immer schon der Regisseur gefehlt hatte. Das war die erste Geschichte. Okay.